Okay, dann wir haben es spannend gemacht, aber ich würde sagen, wir fangen an. Herzlich willkommen im MetaLab zum 40. Netzpolitischen Abend, runder Geburtstag, fast, also älter als ich mittlerweile, quasi der Netzpolitische Abend, hat mich überholt. Ich bin die Claudia, ich bin die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich und darf heute wieder durch den Abend führen. Ich freue mich schon, die Themen sind spannend. Das Politik in Netzpolitik wird ganz groß geschrieben heute. Also wir haben ganz direkte Bezüge zu Politik in allen drei Vorträgen, Politik und Kommunikation. Ist so ein bisschen quasi der rote Faden, der sich durch den Abend zieht. Danke ans MetaLab, dass wir wieder hier bei euch sein dürfen. Danke an die Kollegen hinter dem Mischpult, die dafür sorgen, dass wir auch auf dem Livestream zu sehen sind. Hallo auch an alle zu Hause und auch später nachzuhören sind auf verschiedenen freien Radiosendern und im Archiv. Unser Hashtag für heute ist Netzpad. Gerne bitte mit Live-Tweeten und schöne Bytes von unseren spannenden Rednerinnen und Rednern in den Äther schicken. Im Anschluss an die drei offiziellen Vorträge gibt es wie immer auch die Möglichkeit für Lightning Talks, wo jeder, der hier ist, gerne eigene Veranstaltungen und Projekte kurz vorstellen kann in circa 5 Minuten. Es gibt hier vorne diese schöne Flipchart, wo man sich eintragen kann. Ich habe mich ganz frech gleich an Anfang gestellt mit 2 Themen, aber dann ist vielleicht auch die Hürde geringer, dass man sich noch drunter schreibt. Ja, dann würde ich sagen, Bühne frei für den ersten Vortrag. Ich darf begrüßen Rania Wasir von der Vienna Data Science Group. Warst schon mal hier bei uns zu Besuch. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und heute zum Thema Social Media Monitoring rund um die Nationalratswahlen. Und du bist eine Datenzauberin und ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja, vielen Dank. Danke. Also ich freue mich sehr, dass ich hier vortragen darf. Und ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen über die Social Media und wie das ist, wenn man vor den Nationalratswahlen die Social Media monitoren will. Was genau haben wir gemacht? Also erstens, ich bin von der Vienna Data Science Group und zwar von der Data for Good Initiative. Und wir haben mit Wahlbeobachtung.org zusammengearbeitet und vor den Nationalratswahlen, die jetzt Ende September stattgefunden haben, haben wir die Twitter- und Facebook-Feeds von Politikern, Parteiführern, auch den nationalen Parteien und regionale Parteibasis. Wir sind denen gefolgt und haben bis zum 4. Oktober Posts und Tweets und User-Kommentare gesammelt. In dieser Zeit waren das über 26.000 Posts. Das sind von den Politikern und Parteien selber gepostet oder getweetet. Und dann die User-Kommentare waren über 1,1 Millionen. Gleichzeitig haben wir auch von der Facebook Ads Library Daten gesammelt über wie viel verschiedene Parteien für Facebook Ads ausgegeben haben. Gut, und was werde ich euch heute erzählen? Also erstens kurz, wer wir sind und warum wir dieses Projekt unternommen haben. Dann, was waren die Resultate? Ich werde euch nicht alles erzählen, ihr könnt es dann selber nachschauen auf unserer Webseite. Dann, was gibt es noch für offene Fragen? Was gab es da für Probleme und Hürden? Und was würden wir uns für die Zukunft wünschen? So, wer sind wir? Erstens einmal Data for Good. Entschuldigt. Okay. So, Data for Good, das ist eine Initiative von der Vienna Data Science Group. Und was wir zu bewirken wünschen, ist, dass Data Science für alle zugänglich ist und
für alle greifbar ist und ja, also accessible, explainable, reproducible und fair. Und dieses Projekt haben wir zusammen mit Wahlbeobachtung vorgenommen im Sinne von accessible und explainable, dass wir Daten sammeln für ein zivil wichtiges Projekt. Wer ist Wahlbeobachtung? Das ist ein unparteiischer Verein von Wahlbeobachtern und sie wollen den Prozess der also den Wahlprozess fördern und Best Practices empfehlen. Und der Zweck ist, wir wollen einmal schauen, es gibt die Social Media, wir kommen jetzt nicht umher und wir wollen schauen, was ist der Impact? Wie werden sie eingesetzt vor Wahlen und wie effektiv werden sie eingesetzt? Wo wird Geld ausgegeben? Wie viel wird ausgegeben? Wer wird getargetet von den verschiedenen Promoted Posts? Gibt es Dirty Campaigning? Wird irgendwer ausgeschlossen? Wird wer angegriffen? Und gibt es bestimmte Themen, die dann durch die Social Media irgendwie gefördert werden, andere Themen, andere Stimmen, die irgendwie zensiert oder von den Social Media unterdrückt werden. Okay, also die Frage ist, wie wirkt sich Social Media auf unseren demokratischen Prozess aus? So, und jetzt kommen wir zu den Resultaten von unserer Recherche. Ich fange halt mit den Resultaten an und werde euch dann erzählen, was es alles für Probleme gegeben hat in dem Versuch, diese Daten zu sammeln und sie zu bearbeiten. Als erstes würde ich euch fragen, was glaubt ihr, wo sind die Politiker mehr aktiv? Mögen Sie mehr Facebook oder mehr Twitter? Was würdet ihr sagen? Facebook? Okay, gut, dann habe ich Überraschungseffekt. Die Politiker, die meisten, bevorzugen Twitter. Was ihr hier seht, ist eine Grafik eigentlich von den nationalen Parteien. Ihr könnt es dann selber untersuchen, wie schaut es für die Politiker und die Kandidaten aus, aber ich kann euch schon verraten, die Grafik wird sich nicht um vieles verändern. Ja, und wo sind die User aktiver? Wo kriegen die Politiker mehr Interactions? So, jetzt stimmt's. Facebook. Ja, da haben wir es. Also hier kann man schon aus sehr simplen Grafiken feststellen, wer ist wo aktiv. Als nächstes würde ich euch gerne fragen, bei Facebook gibt es ja Reactions. Man kann zu einem Post ein Love-Symbol geben oder ein Wow-Symbol oder ein Ich-bin-wütend-Symbol anklicken. Auch die Daten haben wir gesammelt und ich würde euch fragen, jetzt schauen wir uns die Führungskandidaten an von den sechs Parteien. Wer glaubt ihr, hat die meisten wütend Reaktionen ergattert? Jetzt einmal wild raten, bitte. Ja, aber das ist eigentlich ganz knapp mit der ÖVP. Okay. Und was ihr hier sehen könnt, ist eigentlich der Unterschied zwischen Promoted Posts und Not Promoted Posts.
Das heißt, promoted ist, es wurde bezahlt für diese Posts und man sieht schon, bei den meisten Parteien kriegt man bei den bezahlten Posts schon mehr Interaktionen. Das werden wir in einer anderen Grafik noch besser sehen. Aber hier insgesamt wütend, ja, es ist eng zwischen ÖVP und FPÖ. Wer kriegt am meisten Liebe? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber nein, SPÖ. Ja? Ja? Also, das nächste, was ich euch gerne zeigen würde, ist eigentlich der Unterschied zwischen Posts, die bezahlt werden und Posts, die nicht bezahlt werden, was sie, wie viele Interactions sie bekommen. Und wenn ich jetzt Interactions sage, dann meine ich entweder, so das fällt immer wieder runter, dann meine ich entweder Kommentare, Likes, Shares oder Retweets, je nachdem, ob es Twitter ist, heißt das Retweet, auf Facebook heißt das Share. Tut man die alle zusammen, hat man Interactions. Und ja, tatsächlich, wenn man dafür bezahlt, kriegt man schon mehr Interactions. Das könnt ihr hier an der Grafik sehen. Links nicht bezahlt, rechts bezahlt. Das ist insgesamt für alle Parteien. Und hier habe ich die Grafik erstellt, alle Seiten von jeder Partei, alle Kandidaten, Führungskandidaten, alles zusammen. Okay. Was aber noch interessanter ist, ist zu schauen, um wie viel mehr wird mit einem bezahlten Post interacted als mit einem unbezahlten Post, um zu schauen, für wen zahlt sich das wirklich aus. Und da ist die Grafik ein bisschen unterschiedlicher. Wenn ihr mal Zeit habt, um euch die Visualisierung, die wir erstellt haben, anzuschauen, würde ich euch raten, ein bisschen herumzuspielen, weil zum Beispiel die Grüne, der Werner Kogler, war eigentlich sehr gut im bezahlt machen für Werbung. Also bei Ihnen hat sich das sehr gut bezahlt gemacht. Andere Führungskandidaten wiederum nicht. Also es ist gut, ein bisschen herumzuspielen und zu schauen. Und als nächstes würde ich gerne von euch erfahren, wer glaubt ihr, wer hat das meiste ausgegeben für Facebook-Ads? SPÖ? Nein. Okay, das meiste wurde von der FPÖ ausgegeben. Aber auch hier ist interessant zu schauen, das Geld, das ausgegeben wurde, wie wurde das verteilt? Also wie viel ging an den Führungskandidaten, wie viel ging an die nationale Partei, wie viel ging an die verschiedenen einzelnen Kandidaten und wie viel ging an die regionalen und lokalen Basis. Und das habe ich für euch hier aufbereitet und da kann man sehen, da gab es verschiedene Strategien von den verschiedenen Parteien. Viele haben in ihren Führungskandidaten investiert, aber zum Beispiel die Grünen in ihre nationale Facebook-Seite. Ja. Was?
Ach so, oben steht Regional or Local Party, National Party Leader Candidate. Das sollte eigentlich Candidates heißen, habe mich verschrieben. Also das sind alle Kandidaten zusammen aggregiert. Jo. Entschuldigung, darf ich fragen, ob das nur die Kernparteien sind oder ob da auch so lokal, also die Landesparteien, wenn die geworben haben, ob das da auch in den Daten ist? Ja, also Regional or Local Party, das sind die regionalen und lokalen Parteien, wieder alles zusammen in einen Topf. Die Daten gibt es an und für sich für jede einzelne lokale Partei, aber ich fand es interessanter, die alle zusammenzutun und einfach mal zu schauen, wie verteilt die Partei ihre Ad-Gelder. Okay. Das waren dann halt so irgendwie Daten, die quantifizierbar sind. Wir wollten aber einen Schritt weitergehen und wir wollten versuchen, auch die Themen zu bearbeiten. Welche Themen werden von den Posts, von den Politikern hervorgehoben? Aber da es sich um 26.000 Posts handelt, geht das nicht, dass eine Person da sitzt und jeden Kommentar irgendwie zuordnet. Also haben wir versucht, das algorithmisch zu bewältigen. Und ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, das überlasse ich euch. Ich zeige euch mal eine kleine Grafik. Ja. So schaut das aus. Leider passt das alles jetzt hier nicht in ein Bild. Ich würde euch einladen, wie gesagt, schaut in die Visualisierung rein und dann könnt ihr genau sehen, was wo geschrieben ist. Aber jedenfalls unten sind die verschiedenen Themen. Und da könnt ihr sehen, wer hat mehr zu welchem Thema gepostet. Nur das Einzige, was hier ins Auge irgendwie heraussticht, ist, dass fast alle viel Zeit mit Danksagung verbracht haben. Und das ist dieses rote Balken, das hier irgendwie groß steht. Alle anderen Themen sind irgendwie ganz verstreut. Und auch etwas schwieriger zu erklären. Bei Interesse kann ich euch auch gerne zeigen, wie wir diese Themen irgendwie aus den Daten herausgefiltert haben und wie das dann ausschaut. Aber jetzt zeige ich euch nur kurz, wo ihr diese Visualisierung findet. So. Ganz schnell, was waren die Fragen? Welche Fragen sind noch offen? Wir wollten eigentlich eine Sentimentanalyse machen. Sentimentanalyse heißt, wir werten, welche Kommentare sind positiv, welche negativ. Das ist sich bei diesem Datensatz nicht ausgegangen. Wir haben nicht genug Daten. Und wenn ich sage, wir haben nicht genug Daten, das müssten gelabelte Daten sein. Also wir brauchten Leute, die auch sich hinsetzen und mehrere tausend Kommentare manuell bewerten und das hatten wir nicht. Das zweite ist Facebook Ads. Es ist nett, dass sie eine Library jetzt haben, aber es ist aus dieser Library nicht zu erkennen, wie viel Geld von einer Partei für Ads, die eine bestimmte Altersgruppe erreichen wollen, ausgegeben wurde. Es ist auch nicht möglich festzustellen, wie viel Geld pro Region ausgegeben wurde. Und das wäre dann schon
eine Information, die nützlich wäre. Eine dritte Frage, die noch offen ist, sind User Communities. Wer interagiert denn hier mit den Politikern, mit ihren öffentlichen Seiten? Sind es immer die gleichen Leute oder werden da neue Leute erreicht? Ja, und das ist wieder eine Information, die kann man nicht mit den von Facebook ausgegebenen Daten irgendwie berechnen. Okay, welche Probleme und Hürden mussten wir bewältigen? Das erste ist, um an diese Daten zu kommen, muss man eine Bewilligung von Twitter und von Facebook bekommen. Bei Twitter dauert das weniger als 24 Stunden. Bei Facebook hat das 2 Monate gedauert. Und eigentlich haben wir das nur bekommen, weil wir dann schlussendlich eine richtige Person in Facebook gefunden haben, mit der wir reden konnten. Davor war das, also ich würde sagen, fast Kafkaesk, wie das von Facebook getrieben wird. Anderes Problem ist Datenschutz. Leider ist es so, dass Daten, das GDPR, besonders wenn es sich auf solche Projekte bezieht, noch Neuland ist. Es gibt viele Grauzonen und sehr wenige Leute kennen sich aus. Das macht es sehr schwierig für kleine Vereine, die solche Datenprojekte verwirklichen wollen. So, dann gibt es auch technische Probleme und die fangen mit der Dokumentation von der API an. Besonders bei Facebook ist die Dokumentation schlecht. Die API verändert sich sehr oft und oft ohne irgendwelche Ansagen. Das dritte Problem sind Bugs. Und wenn so ein Bug vorkommt, werden sie oft gar nicht behoben. Oder man nennt sie einfach Features und muss sie dann nicht beheben. Gut, andere technische Probleme sind halt Mangel an Ressourcen. Wenn man nicht genug Leute hat, um Zehntausende an Kommentare zu bewerten, kann man keine Sentiment-Analyse vornehmen. Und es bedarf auch an Computer-Power. Ja, und dann gibt es auch noch das Problem, wenn wir österreichische Tweets bewerten, dann nutzen uns die ganzen deutschen Hochdeutsch-Dictionaries eigentlich sehr wenig. Also, falls jemand Interesse hat, einen österreichischen Dialekt-Dictionary aufzustellen, bitte melden. So, das wär's von mir. Ich möchte nur meinen Projektpartnern danken. Einer sitzt hier, Thomas, sag Hallo. Und Alexander ist unser GDPR-Held. Ohne ihn wären wir total verloren gewesen. Und Liat Magen hat uns mit der Sentiment-Analyse geholfen. Bei wahlbeobachtung.org sind Armin Rabitsch, Michael Liedauer, Paul Grummer und Martin Fenz dabei. So, ich hoffe, ihr habt viele Fragen. Ja, jederzeit redet mit mir oder ihr könnt auch gerne eine E-Mail schicken.
Ja, es wird nicht grün. So. Wow. Ja, ich glaube, die Batterie ist voll. Okay. Das Mikro wäre jetzt auch soweit. Wenn ihr Fragen habt, bitte immer ins Mikro hineinsprechen, damit wir auch auf dem Stream sind und im Radio dann. Erste Frage, ich gebe es weiter. Ganz am Anfang war ein Vergleich zwischen wie viele Posts auf Facebook und wie viele Posts auf Twitter deponiert wurden. Was ich mich da frage, ist das rausgerechnet, dass halt ein Tweet nur, was weiß ich, wie lang sein kann und dass die Leute dann dazu tendieren, 10 Tweets hintereinander zu schreiben, um eine Sache zu beschreiben? Oder ist das nicht rausgerechnet worden quasi? Nein, wir haben einfach nur die Tweets gezählt. Ah, okay. Jawohl. Bei der Sentiment-Analyse wurden da auch die verschiedenen Like-Symbole von Facebook berücksichtigt, also Like, Love, Hate, Sad. Wurde das als Sentiment gewertet oder nicht? Nein, nein. Wir haben eigentlich ein Sample von 1000 Kommentaren rausgenommen und ein paar Freiwillige haben diese Kommentare bewertet. Wirklich nach, ist dieser Kommentar positiv, neutral oder negativ. Das Problem ist, mit 1000 Kommentaren kommt man trotzdem nicht aus. Bei 1000 Kommentaren gibt es einfach zu wenig negativ. Ist eigentlich sehr gut. Aber von der Machine Learning Perspektive her sind es zu wenig negativ, um das ein Computer, das irgendwie den Muster entdecken kann. Das zweite Problem ist, Leute bewerten nicht gleich. Also ein Kommentar kann für diesen Herrn hier vielleicht beleidigend wirken, für den Herrn da gar nicht. Und es ist auch so, die gleiche Person, vielleicht vor oder nach dem Mittagessen, bewertet, wenn sie Hunger hat, den Kommentar als höchst beleidigend und nachdem sie gut gegessen und vielleicht ein Glas Wein getrunken hat, als ja, total okay. Und diese Variation kann man irgendwie bewältigen, wenn man viele Leute hat und viele Kommentare hat, wenn es aber nur 1000 sind und nur ein paar Leute, kommt man nicht um diese, ist halt der Datensatz schlecht. Ja. Und noch eine Frage, könnte man sich mit diesem Datensatz auch ansehen, also ich weiß, ihr habt das nicht gemacht, aber könnte man sich jetzt im Nachhinein noch ansehen, wie die Postings, wie diese Sponsored Postings oder die Postings der Politiker, in welche Richtung die gehen, ob sie positiv waren oder negativ und wie dann die Reaktionen sind. Also könnte man da noch im Nachhinein was untersuchen oder ist dieser Datensatz jetzt von euch schon abgehakt? Man könnte das im Nachhinein schon untersuchen, nur die Erlaubnis dafür muss man dann von Wahlbeobachtung bekommen, weil die sind Auftraggeber und nach Datenschutzgesetz müssen sie entscheiden, wenn dieser Projekt abgehakt ist, was mit den Daten passiert. Ja. Ja, noch eine Frage hier. Habt ihr euch angeschaut oder habt ihr Indikatoren gefunden, wie viele Kommentare, Reaktionen vielleicht Bots waren oder Akteure waren, die keine authentischen User waren? Das Problem mit Bots oder
nicht authentische User ist, ich muss den User kennen. Und Facebook gibt mir diese Daten nicht. Ich habe weder Usernamen noch User-ID. Das heißt, um einen Bot zu entdecken, müsste ich irgendwie aus dem Text herauslesen können, ob das von einem Menschen oder von einem Bot geschrieben wurde. Jetzt würde ich einmal meinen, dass Menschen mittlerweile sehr schlecht schreiben. Also anhand von der Qualität des Textes zu entdecken, ob das ein Bot ist oder nicht, Entschuldigung, ist schon etwas schwieriger. Sorry, darf ich dann eine Nachfrage stellen? Wenn ihr User-ID habt, seht ihr dann, ob es ein paar super heavy User gab oder ob es Leute gab, die hunderte oder tausende Reaktionen gegeben haben, die vielleicht für eine Partei arbeiten, oder ob das wirklich eine breite Masse war an Akteuren, die für viele Reaktionen verantwortlich waren? Also wie gesagt, wenn ich User-ID hätte, dann wäre das möglich, aber ich habe das nicht. Ja, es kommt von Facebook einfach nicht. Es gibt zwar die Rubrik User und User-ID und die kommen immer leer raus aus der API. Auf Twitter kriegt man schon User und User-ID. Ich habe sie aber aus datenschutzrechtlichen Gründen einfach entfernt. Auch mit dem Gedanken, ich kann sowieso bei Facebook nichts unternehmen, ich werde bei Twitter nicht versuchen, könnte man eventuell schon tun, indem man User und User-ID hasht. Ja? Habe ich in anderen Projekten gemacht. Aber für dieses Projekt haben wir gesagt, bei Facebook kommt sowieso diese Information nicht raus. Wir nehmen es hier bei Twitter auch raus. Gut, dann vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und sorry für das Mikro. Jetzt hängt es an dir, ne? Erst wollte es nicht und jetzt. Gut, dann darf ich schon mal um Applaus bitten. Genau, vielen Dank. Genau, und hier verkabelt sich neben mir momentan Tom Schaffer, Journalist bei Moment.at. Er ist leidenschaftlich neugierig, wie er von sich selber sagt, was ich denke gut ist, sowohl für Journalisten als auch für Leute, die Politiker auf die Finger schauen. Und genau das machen wir heute auch. Also jetzt haben wir darüber geredet oder mehr darüber erfahren, wie die Politiker mit der Öffentlichkeit kommunizieren, welche Themen im Mittelpunkt stehen. Aber wie schaut es dann eigentlich im Parlament aus, wenn dann Wahlkampf vorbei ist? Worüber wird denn da geredet und was wird da diskutiert? Und hier gibt es eine sehr spannende neue Initiative, Parlagramm, das uns genau das sagt. Worüber spricht denn das Parlament? Tom, du wirst uns die Frage hoffentlich beantworten. Ich versuche es, Herr Nomich. Willkommen. Sehr schön meine Einleitung vorweggenommen. Ich wollte auch den Schmäh bringen. Jetzt haben wir geschaut, wie kommen die Politiker rein, worüber reden sie dann, wenn sie im Nationalrat sind. Das haben wir uns nämlich mit dem Parlagramm so ein bisschen als Thema genommen. Parlagramm, der Name kommt daher, dass wir Bilder generieren aus dem, was im Parlament passiert. Bilder vom Parlament ist irgendwie auch so ein schöner deutscher Popsong, könnte man sagen, aber in Wahrheit geht es um circa solch eine Visualisierung und das ist auch unser Vorbild von der Zeit. Die haben das vor ungefähr 2 Monaten rausgebracht, bei denen heißt es, darüber spricht der Bundestag. Und es ist eine Suchmaschine darüber, was im Parlament in Deutschland in den letzten 70 Jahren gesprochen wurde. Und wir haben gesehen, dass das extrem gut ankommt und haben uns gedacht, oh mein Gott, das brauchen wir auch für Österreich. Das Oh mein Gott ist zensiert, da war ein F dabei ursprünglich. Und haben dann das Glück gehabt, dass es eine Open-Data-Grundlage gibt bei DataGV.at über die stenografischen Protokolle des Nationalrats, zurückreichend bis 1945. Und mit der Hilfe von der TU München oder beziehungsweise von Jürgen Pfeffer von der TU München und der Agentur Unite haben wir uns dann dran gemacht, um ein ähnliches Tool zu
bauen, wie das eben die Zeit gemacht hat. Und das haben wir mittlerweile veröffentlicht vor circa einem Monat und es ist auch bei der DataGVAT als Applikation eingereicht. Wir, um das ganz kurz auch unterzubringen, das ist eben das Momentum-Institut bzw. das Medium Moment. Das Momentum-Institut ist der Think Tank der vielen, ein parteiunabhängiges, ein progressives und was sehr wichtig ist, ein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, wenn euch taugt, was ihr macht, sofort am besten gleich jetzt den Spenden-Button suchen. Und ja, Moment.at, ich bin dort der Chef der Redaktion. Das ist das Online-Magazin, das eben zu diesem Think Tank dazugehört. Wir bemühen uns konstruktiv, fundiert und verständlich, einen Blick auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus eben der gleichen Perspektive, der Perspektive der vielen zu werfen. Wir sind im September gestartet und hier ist etwas seltsam mit der Präsentation. Was ist also das Parallelogramm? Wie schon gesagt, das ist etwas Ähnliches, wie die Zeit gemacht hat. Es ist, was ihr hier seht, eine Suchmaschine über und eine Visualisierung gleichzeitig über die Reden im österreichischen Parlament. Es ist sozusagen unser erstes größeres datenjournalistisches Projekt beim Momentum-Institut und beim Moment. Und wir sind damit circa einen Monat, nachdem wir online gegangen sind, gestartet. Eine Woche nach der Nationalratswahl. Ihr könnt euch vorstellen, es ist ein bisschen stressig gewesen. Wir haben in einem ersten Schritt deshalb alle Daten ab 1996 veröffentlicht. Auch in der Angst vor dem Herrn da drüben, weil wir gedacht haben, vielleicht hat noch jemand die gleiche Idee und arbeitet gerade daran und vielleicht vor allem bei Addendum. Und haben gesagt, lieber zuerst mal mit den Daten von 1996 rausgehen, als zu lange zu warten und ein paar Tage später, ich glaube eine Woche hat es dann gedauert, sind wir auch mit dem restlichen Datensatz rausgegangen. Warum ist das ein Unterschied? Das sehen wir ein bisschen hier an dieser ersten Visualisierung, die ich euch zeigen möchte. Die Datensätze des österreichischen Parlaments sind nicht Weltklasse, sagen wir es mal so. Es gibt ungefähr 4 Phasen in diesem Datensatz, die man sich anschauen kann und die man hier sehr gut sieht, wenn man nämlich einfach das Wort ist sucht im Datensatz. Und die Texterkennung des Parlaments scheint hier sehr unterschiedliche Dinge rauszufinden, zwischen 45 und 47, dann ein längerer Zeitraum bis Mitte der 70er Jahre. Da hat sich dann die Qualität der Dokumente ein bisschen verbessert. Dann noch einmal ungefähr 20 Jahre, wo es wieder ein bisschen besser geworden ist. Und seit circa 1996, kann man sagen, ist es dann ganz gut maschinenlesbar. Die Texterkennung ist dann nicht mehr komplett verloren. Deswegen sagen wir auch, was wir hier findet, ist sozusagen ein Mindeststandard, weil wir haben natürlich nicht alle diese Protokolle fehlerbereinigt, die man da findet. Das heißt, es kann gut sein, dass Datensätze, die man sucht, die eben in diesem Bereich sind, ein bisschen unterrepräsentiert sind. Das Tool funktioniert so, ich kann es, wenn uns hinten auch noch ein bisschen Zeit bleibt, auch Beispiele zeigen auf euren Zuruf. Bei der ersten Suche, die irgendjemand eingibt zu einem bestimmten Thema, dauert es ein bisschen länger, 20, 30 Sekunden vielleicht. Dann geht das Ding den Datensatz komplett durch, erstellt einen Index und baut eben diese Visualisierung dazu zusammen. Bei der nächsten Abfrage, wenn es irgendjemand anders auch sucht, geht es dann noch einiges schneller. Es ist grundsätzlich, es funktioniert wie jede andere Suchmaschine auch. Also das heißt, mit Texteingabe, wenn man zwei Begriffe zusammenführen will, man sucht zum Beispiel Finanztransaktionssteuer und Vermögenssteuer gleichzeitig, dann braucht man einfach nur ein Plus machen und kriegt eine gemeinsame Visualisierung raus. Wir haben uns aber ein paar Standardfunktionen auch extra rausgenommen und ein paar Schalter dazu gesetzt, weil wir gedacht haben, es soll möglichst einfach zu bedienen sein und man soll nicht unbedingt coden können oder Suchmaschinen recht gut bedienen können müssen, damit man damit was anfangen kann. Jetzt haben wir eben ein paar Schalter gemacht. Das ist einer, der bereinigt die Jahre um die Sitzungen, die daran stattgefunden haben. Das sind nämlich im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Das heißt, das kann auch ein bisschen die Visualisierung verzerren. Ein anderes sagt, okay, man kann das Wort, das man sucht, genau finden oder eben auch, wenn es irgendwo in einem anderen Wort vorkommt. Zeige ich euch nachher noch ein lustiges eine lustige Anekdote dazu. Und man kann den Zeitraum eben einstellen, je nachdem, wie man will. Und das Ergebnis gibt es dann eben als Bild. Das kann man dann entweder runterladen oder direkt auf Facebook, auf Twitter stellen. Und man kann auch den gesamten Datensatz, den man da rausgespielt hat, als CSV-Datei runterladen und sich damit weiterspielen.
Grundsätzlich ist das Tool, das wir da gebaut haben, für alle möglichen Textdatensätze verwendbar. Das heißt, wenn da jemand Ideen oder große Datensätze hat, her damit. Jetzt aus dem Innersten exklusiv für euch heute ausgehoben, was sind die wichtigsten Begriffe, die die Leute damit suchen? Und es startet hochseriös, wie man sich das vorstellt. Schuldenbremse, Finanzkrise, Verteilungsgerechtigkeit. Spannend wird es ungefähr ab Platz 10, wenn die Leute dann den Idiot entdecken, den Trottel, den Volldepp, den Depp. Ich werde euch dann sagen, dass ich ein bisschen schuld bin an dieser Auswertung. Aber nicht, weil ich es hunderte Male selbst gesucht habe. Das habe ich nicht getan. Weil was kann man mit diesem Tool jetzt natürlich Lässiges machen? Und wir haben mit der Redaktion uns natürlich schon ein bisschen damit gespielt. Entweder man untersucht gesellschaftspolitische und gesellschaftliche Debatten auf diese Weise, indem man die Debatten nachvollzieht und dann versucht zu schauen, ist das auch das, was sich im Parlament abgespielt hat, wie zum Beispiel, wie sind wir von der Finanzkrise zur Schuldenbremse eigentlich gekommen, ein Konzept, das irgendwie zu Anfang der 2000er Jahre außer ein paar obskuren Wirtschaftswissenschaftler nicht gekannt haben, dann hat es die Schweiz eingeführt, plötzlich haben wir in Österreich darüber reden angefangen und 10 Jahre später haben wir das Ding in der Verfassung stehen gehabt. Und die Reaktion darauf. Also man kann hier die gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Debatten nachvollziehen. Was war zuerst da? Was ist hochgekommen? Wann ist es wieder weggeblieben? Die andere Variante ist der umgekehrte Zugang. Man schaut sich zuerst den Datensatz an und lässt sich dann den dann eben journalistisch erklären mit verschiedenen Experten. Das hat jetzt der Kollege Bachmann bei uns gemacht, Andreas Bachmann, ist erst heute erschienen. Er hat sich angeschaut, okay, wann wurde über Vermögenssteuern in Österreich gesprochen? Auch da ist übrigens der Datensatz sehr interessant, weil auch die Transkription der parlamentarischen Protokolle natürlich eine Rolle dafür spielt, ob man Dinge findet oder nicht. Und Vermögenssteuer wird gelegentlich ohne dieses Fugen-S in der Mitte geschrieben. Das muss man demnach auch bereinigen. Eben das haben wir hier gemacht mit Vermögenssteuer und Vermögenssteuer. Ja, und der hat sich dann eben angeschaut, wann wurde darüber gesprochen und hat sich dann von Experten erklären lassen, wie wurde darüber gesprochen. Und was hat das bedeutet und was ist dann am Endeffekt rausgekommen? Spoiler bei der Vermögenssteuer, nix. Man kann natürlich auch ein bisschen Spaß haben. Und darum sage ich jetzt, da war vielleicht ich ein bisschen schuld, dass im Parlament Paragramm die Datensätze ja, viele Schimpfwörter ausspielen, weil das war die erste Idee, die ich hatte, als ich wusste, wir können dieses Tool haben. Das liegt nicht an mir. Ja. Natürlich, man durchsucht das nach den besten Begriffen, die man haben kann. Und Fun Fact, wenn man da einen Schalter nicht umlegt, nämlich den hier, nur genaue Treffer, sondern auch Wortteile sucht, dann wird plötzlich sehr oft Arsch gesagt. Und wenn man das übersieht in der Recherche, kann man sich wirklich viel Arbeit aufhalten, weil ich habe mir gedacht, was im Jahr 1903 und irgendwann, damals hatten wir nur die Datensätze bis 1996, was 1997 wurde 170 Mal das Wort Arsch im Parlament gesagt, haben wir gedacht, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Und bin dann mal händisch durchgegangen durch die Protokolle und irgendwie so nach einem halben Jahr, wo ich die ganzen Protokolle händisch durchgegangen bin, bin ich drauf gekommen, na, kommt kein einziges Mal vor. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du es mit der Browsersuche suchst, dann kommt ganz oft das Wort marschieren und Nachbarschaftspolitik, aber nicht das Wort Arsch. Gut, dann haben wir uns entschieden, wir machen diesen schönen Schalter und plötzlich ist das Wort Arsch nur mein einziges Mal vorgekommen und zwar auch in 1997 und die Geschichte erzähle ich euch in dem Artikel da. Ups, das war nicht Absicht, aber ist gleich vorbei. Den Userinnen und den Usern ist natürlich auch eine ganze Menge eingefallen. Es gab extrem viele Reaktionen auf Facebook, auf Twitter zum Parlagramm. Es ist mittlerweile sind ein paar 10.000 Suchbegriffe, glaube ich, eingegeben worden. Und da haben wir uns auch angeschaut, was haben die Leute gesucht. Der Herr Rajwlinski hat sich angeschaut, zum Beispiel, wann Fortschritt und wann Heimat besprochen wurde. Ganz eine wichtige Auswertung ist auch Wischi Wischi, Hudri Wudri und Larifari.
Das wird öfter verwendet, als man glauben würde im österreichischen Parlament. Und es nimmt zu. Wann wurde über diverse Länder in der näheren Umgebung im Balkan gesprochen, am Balkan gesprochen? Ein bisschen traurig. Es wird öfter über den Standort als über die Menschenrechte gesprochen. Aber die Katzen kommen auch nicht zu kurz. Ja, das heißt, mit diesem Tool, man kann ernsthafte Dinge machen, man kann weniger ernsthafte Dinge machen und man kann sehr sinnlose Dinge machen, wie das Internet halt uns alles bereitstellt. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, was wir uns da jetzt eingeben sollten und dass wir uns anschauen, wie es jetzt in Echtzeit funktioniert, dieses Tool, dann gerne jetzt. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit und vielen Dank und have fun mit unserem Tool. So, auch hier gibt es bestimmt Fragen. Alle beantwortet. Erklärungsversuche zum Begriff Larifari und dem Trend, dass dieser so beliebt wird. Ja. Wurden auch Phrasen untersucht? Also nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Phrasen? Man kann, jederzeit. Welche hättest du gerne gefunden? Na, zum Beispiel einfach bei der Vermögensteuer hätte man auch Besteuerung von Vermögen oder so weiter probieren können. Das müsste so ganz normal funktionieren. Wie gesagt, beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, aber der Nächste, der Besteuerung von Vermögen sucht, hat dieses Problem nicht mehr. Ja, im Jahr 2012, 8-mal immerhin, ist diese Wortwahl gekommen. Früher, schauen wir mal, ob es auch schon früher passiert ist. Naja, erstmals 1991 ist diese historische Kombination vorgekommen. Na, vielleicht sogar noch früher. Da. Wieder ein Recherchefehler, der ausgebessert wurde. 1954 haben wir das erste Mal gehabt. Aber spannend, dass das ein bisschen anders formuliert wird in den letzten Jahren, wenn auch nicht oft. Ich nehme an, dass das jetzt keinen Unterschied macht, ob man die nur genau sucht oder. Ich glaube, es ist gleich. Da drüben ist noch ein, zwei Fragen. Ja, hallo. Ich hätte noch die Frage, wie lange hat das circa gedauert oder wie viele Arbeitsstunden steckt da drin? Ich weiß es nicht genau, weil ich selbst nicht direkt involviert gewesen bin, aber von der Idee zur Umsetzung waren es, glaube ich, jetzt 2 Wochen. Wie viele Arbeitsstunden genau, weiß ich nicht. Das waren, wie gesagt, abgesehen von der Agentur WeMake, Unite, die uns geholfen hat und dem Herrn von der TU München, dort sind die Arbeitsstunden gesessen. Der Herr von der TU München hat uns da ehrenhaftlich geholfen und ich weiß nicht, wie viel die Agentur gebraucht hat. Aber es sind circa 2 Wochen gewesen und es war nicht so, dass die Leute nicht die ganze Zeit erreichbar dafür gewesen wären, sagen wir mal so. Ist das zurückzuführen auf die Personen oder Fraktionen? Das hier? In der Suche nein. Nein. Der Datensatz würde es natürlich hergeben, aber in der Visualisierung kann man jetzt nicht sagen, zeig mir nur die Vermögensteuer, wenn es Pamela Rendi-Wagner gesagt hat oder so. Das geht nicht. Gut. Dann vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und ich bitte unseren nächsten Gast auf die Bühne, der sich bereits verkabelt im Hintergrund. Markus, auch genannt Finn Hamitner, kommt zu uns vom Forum Informationsfreiheit. Markus baut schon seit Jahren, wie er selber von sich sagt, Brücken zwischen Tech und Journalismus. Und auch das ist heute ein Thema, quasi unser drittes Thema zum größeren Themenkomplex. Was
haben die Parteien eigentlich ihre Versprechen gehalten, wenn es eben um das Informationsfreiheitsgesetz geht? Ne? Also jetzt hatten wir einen ganz groben Überblick über welche Themen werden generell behandelt und jetzt schauen wir noch bei einem sehr interessanten Thema noch genauer drauf und schauen mal, was tut sich eigentlich dazu und kommt da Bewegung in die Sache in Österreich? Man kann es ja kaum glauben, aber wir werden gleich mehr dazu hören, glaube ich. Dankeschön und viel Spaß beim Vortrag. Danke. Hi. Ich bin der Finn, ich bin Teil vom Forum Informationsfreiheit. Ich bin außerdem der Betreiber von Frag den Staat, einem Projekt des Forum Informationsfreiheit und ich bin brotberuflich Datenjournalist bei Addendum, wobei ich gleich dazu sagen kann, ich spreche erstens nicht für meinen Arbeitgeber und zweitens bin ich kein Jurist. Also Disclaimer für alles, was ich in Zukunft sage, es könnte auch nicht stimmen. Wer weiß, was das Amtsgeheimnis ist? Gut, wir machen das ganze Programm. Das Amtsgeheimnis war eine wahnsinnig positive Revolution im Jahr 1810. Es war die Regelung, dass Beamte die Dinge, die sie im Dienst erfahren, nicht weitererzählen dürfen unter Strafe, weil die Bürger sollten vertrauen können, dass ihre Anliegen nicht von den Beamten weitergetratscht werden oder sogar zum persönlichen Vorteil der Beamten verwendet werden können. Und dafür wurde diese Regelung geschaffen, 1810. Und die Der Nachteil ist, es gibt sie auch noch heute, Artikel 20 der Bundesverfassung verpflichtet alle mit Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit, gleich bevor die gleichen Organe zur Auskunft über ihre Tätigkeit verpflichtet werden. Gibt es auch Gesetze dazu, dass hauptsächlich das Auskunftspflichtgesetz, die Auskünfte sind nur in solchem Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt, soweit keine Verschwiegenheitspflichten sind, wenn sie offenbar mutwillig sind, gestellt wurden. Mutwillig handelt unter anderem, wer sich im Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit, der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Handelns an die Behörde wendet. Oder wie man so schön sagt, der gelernte Österreicher braucht es gar nicht erst probieren. Für uns Journalisten ist es ein weiteres Problem, dass Auskünfte zwar ohne unnötigen Aufschub spätestens aber nach 8 Wochen erteilt werden müssen. Wenn man jetzt sagt, lieber Beamte, ich habe da eine Frage nach dem Auskunftspflichtgesetz, kann man sich sicher sein, dass die Antwort in politisch sensiblen Bereichen 8 Wochen dauert. Die Judikatur macht es nicht einfacher. Die Gerichte urteilen ständig, dass die Behörden zwar Auskünfte erteilen können, indem sie Kopien von Akten hergeben kann, aber ein Recht auf Akteneinsicht oder ein Recht auf die Übermittlung von Dokumenten überhaupt haben wir nicht, nämlich niemand. Und jetzt würden super nette Videos von Menschen kommen, die sich auskennen, die wir überspringen müssen, weil ich keinen Sound habe. Wie gesagt, spaßbefreit. Deswegen gleich zum positiven Teil in Österreich. Erstens, die Menschenrechtskonvention ist wie alles, von dem wir nicht wissen, wo es hingehört, in der Verfassung. Zweitens, Österreich hat einen Fall vor dem Menschenrechtsgerichtshof verloren, 2013. In dem ziemlich eindeutig geurteilt wurde, diese Auskünfte werden nicht gegeben, das gehört so nicht. Und drittens, wir haben eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Freunde von mir sind in Irland, wenn die eine Information von einer Behörde wollen und rausklagen müssen, haben die ein Prozesskostenrisiko von 50.000 Euro. Ich zahle maximal 15 Euro für einen Bescheid und 30 Euro für das Gerichtsverfahren, brauche keinen Anwalt und bin bei der ersten Instanz. Selbst beim Höchstgericht zahlt man 240 Euro, braucht einen Rechtsanwalt, aber es ist überschaubar. Und ohne diesen 3 Vorteilen wären meine letzten 5 Jahre viel langweiliger gewesen.
Wie schaut das nämlich in der Praxis aus? Da gab es wo etwas vor fast 20 Jahren namens der Causa Eurofighter. Ich werde die Causa Eurofighter jetzt nicht wiederholen, sondern nur meine Interaktionen damit. Ich habe ein paar Verfahren geführt. Ich habe zum Beispiel 2013 in meiner ersten Anfrage gefragt, liebe Behörde, die Eurofighter Gegengeschäfte, was ist eigentlich mit denen, die hätte ich gern. Die war bis dann seit 2006 Staatsgeheimnis, wusste niemand. Und ich habe es auch nicht bekommen natürlich. Die Gegengeschäfte sind doch noch gar nicht alle abgeschlossen, es könnte noch Korrekturen geben, die Staatsanwaltschaft ermittelt und es könnte alles behindern, die Behörde weiß es überhaupt nicht, wer Gegengeschäfte eingereicht hat und es wäre umfangreiche Auswertung. Ich bin vor Gericht gegangen, das Gericht hat geurteilt, die Begründung der Behörde, mit der sie abgelehnt hat, passt nicht, die Behörde darf nochmal probieren, es mir richtig zu verweigern, und dann wurde der Minister gefragt. Der Minister hat gesagt, boah, er hat sowieso nicht verstanden, warum das geheim ist, er stellt es auf die Website. Und das ist das Problem, wir haben eine Informationspolitik, Informationsverwaltung nach Gutsherrenart. Der Minister kann entscheiden, ist doch nicht geheim, und jegliche, es wäre so viel Aufwand, Ausrede fällt weg. Mir hat das nichts genutzt. Ein paar Wochen vorher hat das Magazin News eine geleakte Version der Gegengeschäftsliste bekommen und veröffentlicht. Das heißt journalistisch kein Gewinn für mich. Verfahren 2 überspringen, Verfahren 3. Der Vertrag, es gab einen Eurofighter-Kaufvertrag und einen abgeänderten Kaufvertrag. Wer sich erinnert, ist schon lange her. Und ich habe 2015 angefragt, ich hätte gern bitte den Vertrag ursprünglich und abgeändert, habe einen ablehnenden Bescheid bekommen, bin zum Gericht, Gericht sagt, Verfahrensfehler, die Behörde hat falsch begründet, zurück zur Behörde, zweiter Versuch. 2016, zweiter Bescheid, wieder Ablehnung. 2017, Urteil, Verfahrensfehler, Behörde, du darfst es nochmal probieren. 2017, kommt der dritte Bescheid, juristische Begründung, warum ich es nicht bekommen soll. Und im Februar dieses Jahres hat er auch zum ersten Mal bei einer Erstinstanz gehalten. Kann man schon machen, 4 Jahre warten für ein erstes inhaltliches Urteil. Effektiver Rechtsschutz, Fragezeichen. Das liegt jetzt natürlich beim Höchstgericht, weil das wollen wir. Und das Gericht hat jetzt, die Erstinstanz hat eine ständige Rechtsprechung, die wahnsinnig mühsam ist. Die sagt, wenn man nach einem Dokument fragt, ist das keine Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz. Das heißt, kannst gleich vergessen. Zweiter spaßiger Fall, Einsparungsvorschläge. Die Stadt Wien hat von ihren Mitarbeitern 1200 Einsparungsvorschläge gesammelt und dem Standard gesagt, wir schaffen damit 100 Millionen Einsparungen. Ich frage mich, was waren die Einsparungsvorschläge und warum werden nur 740 von 1200 umgesetzt? Wollte den Wortlaut der Einsparungsvorschläge, Wortlaut der Prüfungsergebnisse. Die Behörde hat gesagt, meine Anfrage ist mutwillig, ich will sie doch nur abprüfen. Das Erstgericht hat gegen mich geurteilt und eine neue Informationskategorie erfunden, namens verwaltungsinterner Akt, der überhaupt nicht unter das Gesetz fällt. Und wir sind zum Höchstgericht gegangen, das geurteilt hat, dass meine Anfrage im öffentlichen Interesse ist, dass die Auskunft zu erteilen ist. 4 Monate später kriege ich die Auskunft, eine Auskunft, nämlich ich habe den Wortlaut der Vorschläge angefragt. Bekommen habe ich eine Liste der Vorschläge und ihre Kurzbezeichnung, aus der ich nicht ablesen kann, was der Vorschlag eigentlich ist. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim Erstgericht und reden nochmal drüber. So, das waren meine persönlichen Spaßsachen in der letzten 5 Jahre. Ich habe ungefähr 16 Verfahren geführt oder noch am Laufen und meine Gewinnquote ist respektabel. Politik, das eigentliche Thema. Wir haben 2013 eine Kampagne gestartet. Wir wollen ein Recht auf Wissen, ein Recht auf Dokumentenzugang, eine Veröffentlichungspflicht für Behörden bei wichtigen Dokumenten, zum Beispiel Ausgaben, eine zentrale Datenplattform, wo die
Behörden die Dokumente hinstellen sollen und eine Informationsbeauftragte oder einen Informationsbeauftragten. Wenn wir den kriegen oder sie kriegen, können wir über das Geschlecht dann streiten. Alle sind dafür. Seit 2013, Sebastian Kurz war einer der ersten Politiker, der unsere Forderungen aufgenommen hat und übernommen hat. Und die Politiker haben sich auch regelmäßig mittels vagen Ankündigungen vorschlusslos abgeholt. Die Entwürfe der Politik waren geheim. Wir haben einen offenen Brief schreiben müssen, nur damit wir die Entwürfe kriegen. Und schlecht. Sie haben eine Information so definiert, dass sie eine Aufzeichnung im Wirkungsbereich einer Behörde ist. Eine Information bei mir, für mich ist etwas, das niedergeschrieben ist oder sonst wie vorhanden ist. Sie haben auch gesagt, Entwürfe und Notizen sind keine Informationen. Wer braucht das schon? Sie haben alle anderen Geheimhaltungsbestimmungen wichtiger gemacht als das Gesetz zum Informationszugang. Sie haben die 8-Wochen-Frist nicht verkürzt. Dafür haben sie erweiterbar gemacht um weitere 8 Wochen. Und für die juristische Begründung, warum man die Information nicht kriegt, müsste man 30 Euro zahlen für einen Bescheid. Das ist eine Verdopplung allein der Gebühr, die normalerweise heutzutage nicht verrechnet wird. Und besondere Bestimmungen in anderen Landesgesetzen zur Geheimhaltung bleiben auch unberührt. Wir waren nicht sehr begeistert. Die Hinterzimmerverhandlungen dazu sind auch gescheitert. Wir wissen nicht, was verhandelt wurde, aber es ist gescheitert. Das war irgendwo 2015. Nicht nur die Amtsgeheimnisabschaffung ist gescheitert, sondern auch gleich die ganze Regierung. Es wird sich das wiederholen. Es gab eine Neuwahl. Die neue Regierung war SPÖ-ÖVP. Nach der Wahl hat der Autor des Regierungsentwurfs Stellung genommen und hat erstmals bekannt gegeben, was er glaubt, was unter diesem Gesetz weiterhin geheim bleiben soll. Das wäre zum Beispiel der Kosten für den Grenzzaun in Spielfeld, Aufträge an Berater, Verträge mit Beratern und so weiter. Alles weiterhin geheim. Warum machen wir das eigentlich? Im Juni 2017 sind dann erneut die Verhandlungen gescheitert, von denen wir nicht wussten, was überhaupt verhandelt wird. Ich glaube, es wurde verhandelt, wer die Schuld hat, dass es nicht passiert. Gegenseitige Schuldzuweisung der ÖVP und SPÖ. Kurz danach scheitert auch die Regierung. 2017 gab es dann eine ÖVP-FPÖ-Regierung, die erste, die sich gar nicht mehr vorgenommen hat, das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Es war nicht mehr im Regierungsprogramm. Trotzdem war ein völlig unbekannter und eine machtlose Person, unser Bundeskanzler, immer noch dafür und hätte es gern gemacht und hat das auch mehrfach beteuert in Interviews. Das war April 2018. 2019, dieses Jahr, gab es wieder neue Wahlen aufgrund eines Themas, das irgendwie mit Parteienfinanzierung zu tun hatte. Völlig überraschend für uns war, dass die Korrumpierbarkeit der öffentlichen Verwaltung, also in Transparenz und so, wenig Thema war über den Sommer, weil in Wahrheit wurde versprochen, Vergaben zu beeinflussen, dass ein gewisser Herr Haselsteiner keine Aufträge mehr bekommen soll und so weiter. Aber war wohl nicht ein wenig Thema, außer die Parteienfinanzierung selbst. Weiterhin natürlich ist jeder Partei dafür, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und ein Informationsfreiheitsgesetz zu machen. Sebastian Kurz hat auch versprochen in einer TV-Diskussion, sie beschließt einfach alles, was die Neos einbringen. Die Neos haben jetzt nach der Wahl auch einen Entwurf eingebracht, haben uns auch um Feedback gegeben und
gebeten und großteils eingearbeitet. Das ist der erste gute Entwurf mit kurzen Fristen, sinnvoller Informationsdefinition, Abwägungen der Geheimhaltungstatbestände mit dem öffentlichen Interesse, damit auch wenn irgendein Name drinsteht, wenn der in unserem Interesse ist, dass der öffentlich werden soll, dann soll das ja nicht dagegen sprechen. Und jetzt schauen wir, was passiert und harren der Dinge. Ich hätte hier ein witziges Video, das wir nicht hören können, deswegen überspringe ich es. Wir werden bald mehr erfahren, glaube ich. Aber egal, ob es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt oder nicht, es bleibt genug zu tun. Wir führen weiterhin Verfahren. Manche Dinge werden wir über Höchstgerichtsurteile in den nächsten 3-4 Jahren erstreiten können. Und das ist auch spaßig, wenn man keine Gesetze schreiben kann. Und wir brauchen auch gerne Hilfe. Ich kümmere mich momentan sehr viel allein um diverse Server. Das heißt, unsere Organisation hat teilweise einen Busfaktor von 1. Das ist schlecht. Den könnten wir gerne erhöhen. Auch juristische Unterstützung ist sehr gern gesehen. Und wenn es Fragen gibt, bin ich da. Danke. Fragen? Alle deprimiert. Wir hätten deinen Vortrag zum Schluss machen sollen. Also was ist deine persönliche Einschätzung, wie es jetzt weitergehen wird mit dem Amtsgeheimnis? Ich weiß es nicht. Also es gibt schon, Grüne und Neos haben schon mehr oder weniger zugesagt, dass das Koalitionsbedingung ist für sie. Wir wissen nur nicht, in welcher Form und welche Koalition es überhaupt geben wird. Insofern, als Datenjournalist habe ich die Angewohnheit, wenn ich keine Daten habe, auch keine Prognosen zu treffen. Ich weiß nicht mehr als ihr. Aber es gibt jetzt einen Entwurf, und der ist bereits eingebracht worden? Oder? Und ja. Was hat der jetzt für einen Status? Ist schon ein Ausschuss zugewiesen? Oder was? Ich glaube, der wird diese oder nächste Woche einem Ausschuss zugewiesen. Aber das, ja, es gibt viele Entwürfe, die dem Ausschuss zugewiesen werden. Okay, hier noch eine Frage. Na, mich würde nur interessieren, wie ihr jetzt weitermacht. Also wenn es viele Entwürfe gibt, die Ausschüssen zugewiesen werden, habt ihr eine Strategie? Grundsätzlich war meine Strategie in den letzten paar Jahren zu klagen. Es gibt dieses Urteil. Ich habe 2 Verfahren vom Höchstgericht gewonnen. Keins verloren vom Höchstgericht und ein drittes steht gerade. Und es gibt einige Bereiche, die wir wirklich vor den Gerichten erkämpfen können, realistischerweise. Wir werden jetzt nicht die Fristen verkürzen können, aber wir werden für zumindest Journalisten, Blogger, NGOs sehr weitreichende Informationsrechte erkämpfen können. Das dauert halt noch 5 Jahre und wenn es vorher ein Gesetz gibt, können wir uns um wesentlichere Dinge kümmern. Entschuldigung. So ein Trick. Wie steht Österreich da im internationalen und vor allem europäischen Vergleich da? Oh, die Slide habe ich gelöscht. Wir sind das letzte EU-Land mit Amtsgeheimnis im Verfassungsrang. Es gibt das RTI-Rating, das nur die Gesetzestexte analysiert, nicht die Umsetzung, wo Österreich den von 130 Ländern, glaube ich, mittlerweile den letzten Platz geteilt mit Palau besetzt. Es ist viel Luft nach oben. Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank für euren Einsatz und weiter alles Gute für die Klagen, dass das gut ausgeht. Und nochmal der Hinweis auf die Lightning Talks, falls jemandem doch noch ein spannendes Thema einfällt. Ansonsten würde ich mit meinen Themen, würde ich mir meinen Wikimedia-Hut aufsetzen und mit meinen Themen mal anfangen. Vielleicht noch kurz zu Frag den Staat. Wir haben auch eine Kooperation, dass wenn Menschen, die in der Wikipedia Artikel schreiben und dafür Informationen brauchen, wir übernehmen Kosten, die entstehen. Also wir haben eine Kooperation mit dem Forum Informationsfreiheit in Deutschland. Wikimedia Deutschland hat das auch. Vielleicht nur, also falls jemand recherchiert und schreibt und so weiter, bei uns melden. Das machen wir gern. Also das ist das Mindeste, solange die Situation ist, wie sie ist. Gut, aber dann zu meinen kurzen zwei Lightning Talks. Zum einen wollte ich darauf hinweisen, Wikimedia Österreich hat einen Preis ausgeschrieben für freies Wissen in zwei Kategorien. Das eine ist die Institution des Jahres, wo wir Organisationen auszeichnen, die sich für freies Wissen einsetzen. Das heißt vor allem Dinge unter freien Lizenzen zur Verfügung stellen. Also in der Public Domain, CC0, aber jede Art von freier Lizenz, wie sie auch auf den Wikimedia-Projekten verfügbar gemacht werden können. Gerne Institutionen, die ihr kennt, vorschlagen oder eure eigene Institution vorschlagen. Oder, und das ist vielleicht noch interessanter für diese Zielgruppe, wir zeichnen auch zivilgesellschaftliches Engagement aus. Das heißt, Einzelpersonen oder Vereine, Organisationen gemeinnütziger Art, die sich für freies Wissen stark machen, sind genauso in der zweiten Kategorie umfasst. Und da gibt es auch ein Preisgeld von 1.000 Euro für diejenigen, die gewinnen. Preisverleihung ist dann, also das kann man jetzt cool finden oder nicht, im Rahmen des Balls der Wissenschaften. Das ist manchen vielleicht ein bisschen fast schon zu schick. Ich war noch nie auf dem Ball, werde dann wohl zum ersten Mal auf dem Ball sein und mir das mal anschauen. Aber es ist schön, weil es uns natürlich auch noch mal ein bisschen eine größere Bühne gibt für dieses wichtige Thema und vielleicht dann auch in den Wissenschaften noch mehr auch die Aufmerksamkeit auf freies Wissen und freie Lizenzen lenken können. Und das Zweite ist, für alle, denen es am Wochenende Fahrt ist, wir haben eine Veranstaltung, die heißt Wikipedia vor Ort. Die findet statt in Wien, Linz, Bregenz und St. Pölten, wo Wikimedianerinnen und Wikimedianer den Nachmittag über zur Verfügung stellen, ihre Projekte vorstellen, zeigen, wie man editieren kann, wie man mit Fotos beitragen kann, wie man bei Wikidata aktiv werden kann oder Wikidata nutzen kann. Oder wenn man einfach nur mal einen echten Wikimedianer live in seiner quasi freien Wildbahn sehen möchte, seid ihr herzlich eingeladen bei uns in unserem Büro im 8. Bezirk hier in Wien und an den weiteren Standorten findet man auf unserer Webseite wikimedia.at. Gut, das war's. Und sehe ich, haben sich noch ein paar Leute eingetragen, dann gebe ich mal hier ab an Tom und sein Thema. Danke, Claudia. Du hast mich daran erinnert, scheinbar haben wir keine netzpolitischen Bälle. Vielleicht sagt uns das was. Ja, Thomas von Epicenter Works. Ich habe drei kurze Ankündigungen. Das erste ist, wer hier im Saal oder im Stream war schon mal arbeitslos? Ja, nicht die Hände heben, aber falls ihr in den letzten Jahren in Österreich schon mal arbeitslos wart, es gibt ja diesen AMS-Algorithmus und den schauen wir uns gerade näher an. Und ein Weg, wie wir darüber mehr lernen können, weil wir wissen aktuell noch recht wenig, auch nur eines von mehreren Berechnungsmodellen, die da zum Einsatz kommen, könnt ihr alle, wenn ihr betroffen seid von solchen Datensammlungen, Auskunftsersuchen stellen. Wir haben auf epicenter.works die passenden Formulare dazu, die ihr einfach ausfüllen könnt. Das war ganz lustig, wir haben dieses Formular online gestellt, eine halbe Stunde später hat das Telefon geläutet, AMS war dran, bitte macht dieses Formular weg. Wir haben da keinen Prozess dafür und die Leute kriegen 140 Seiten. Jetzt haben die ersten Leute sich schon gemeldet, es sind sogar 200 Seiten, die da teilweise kommen. Insofern ist das sehr spannend und das sind halt die Kosten von Massenüberwachung. Also an der Stelle gibt es einen relevanten Erkenntnisgewinn, wo wir aber die Hilfe von Betroffenen brauchen. Da ist natürlich auch der Datenschutz von den Daten, die das AMS über euch hat und dann beauskunftet, relevant. Deswegen gibt es da keinen automatisierten Prozess. Wenn ihr betroffen seid, glaubt betroffen zu sein, stellt eine Anfrage. Wenn ihr eine Antwort bekommt, meldet euch bei ams@epicenter.works, ist die Adresse, glaube ich. Aber das steht auf der Website. Die zweite Sache, bin ich fertig. Die zweite Sache ist, wir haben auch ganz oft einen Busfaktor von One, zum Beispiel beim Thema Urheberrecht, da suchen wir gerade eine Karenzvertretung. Falls euch dieses Thema interessiert, falls ihr da Kampagnenarbeit machen wollt, nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch auf EU-Ebene, haben wir gerade eine Karenzstelle ausgeschrieben von Jänner bis Juni, glaube ich. Da kann man sich jetzt im November noch bewerben. Wenn euch das interessiert, tut das.
Und zuletzt, wenn ihr so ein cooles T-Shirt haben wollt oder sonst irgendwie uns unterstützen wollt, man kann Fördermitglied werden bei uns. Das ist die hauptsächliche Art, wie wir uns finanzieren und unabhängig bleiben. Und wenn ihr das noch bis zu diesem Sonntag tut, bekommt ihr bald auch diese Goodies geschenkt. Und das wäre ja eben jetzt in den nächsten Wochen noch, also vor Weihnachten auf jeden Fall, wahrscheinlich im November, wenn ihr bis Sonntag noch abschließt. Danke. Ich habe noch jemanden um die Tafel schleichen sehen. Ah ja, okay. Ja, also ich werde es etwas kürzer machen als der Tom. Ich habe nur eine Ankündigung für alle diejenigen, die an der Kooperation, die Interesse haben, ich gehe spazieren, wenn ich rede. Ich lass mich da nicht begrenzen. Für alle diejenigen, die Interesse haben an der funktionierenden Kooperation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern, sehr zu empfehlen, eine Veranstaltung, die die Gemeinde Wien, also die MA01 Wien Digital, das Bundesrechenzentrum, die Donau-Universität Krems und der Chaos Computer Club Wien gemeinsam veranstalten, ist eine Barcamp-Veranstaltung am 29. November, beginnend um 9 Uhr. Und nachdem das die 10. dieser Veranstaltungen ist, sind wir diesmal im Bundesministeriumsgebäude am Stubenring. Wer daran Interesse hat, bitte anmelden und teilnehmen. Barcamp heißt also, dass man zu Beginn der Veranstaltung einmal sich darüber verständigt, welche Themen behandelt werden. Es gibt dann insgesamt 4 Streams, mit jeweils 45 Minuten Dauer, 4 Streams, die parallel laufen. Am Schluss eine Zusammenfassung, wo man unterschiedlichste Themen behandeln kann. Primär geht es einmal um die Frage, natürlich der Arbeitstitel, wie kann er viel anders sein? Digitaler Raum, frei und sicher. Aber es geht genau darum, dass auch die Stadt Wien in dem Bereich durchaus Unterstützung sucht, nämlich wie kann man privatsphäregerecht Applikationen für Bürgerinnen und Bürger machen und ähnliche Themenstellungen und welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus, vielleicht für diejenigen, die etwas älter dabei sind. Eines der ersten Barcamps war der Auslöser damals für die Open Data Bewegung in Wien und im Bereich der Stadt Wien. Also es zahlt sich aus, hinzugehen. Danke. Okay, ich habe es verstanden. Seit Urzeiten möchten meine Kolleginnen und Kollegen mich darauf hinweisen, wir haben den Newsletter und ihr könnt euch dafür eintragen, bevor ihr alle nach Hause geht und noch irgendwas anderes. Lasst mich nur kurz zu Ende reden, bevor ich den. Also, die kleine Kiste geht jetzt rum mit Anmeldungen. Das machen wir alles so halb DSVGO-konform, dass man das da geheim einwerfen kann. Niemand sieht genau dann eure Kontaktdaten und dann wird man das auch ganz akkurat danach im Hintergrund abwickeln und ihr bekommt einen super spannenden Newsletter. Also bitte, wer sich interessiert, eintragen, einwerfen. Und noch ein Thema. Soll ich dir einfach das Mikro geben? Okay. Langsam nehme ich das persönlich, dass du das Mikro immer abdrehst, bevor du es mir übergibst. Aber es ist nur ganz kurz und schmerzlos, die Formulare für das Auskunftsbegehren an das AMS, von denen der Tom vorhin gesprochen hat, finden sich bereits im Drucker. Gut, ist nicht persönlich gemeint. Dann herzlichen Dank an alle. Wir bleiben wie immer noch eine Weile hier. Es gibt ein paar Snacks, es gibt Getränke. Freuen uns auf den Austausch mit euch. Die Referentinnen und Referenten sind, glaube ich, auch noch ein bisschen da, falls es noch weitere Fragen gibt. Ansonsten haben wir noch einen weiteren Netzpad heuer. Der ist am 5. Dezember wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Also hier bei uns. Wir hoffen, wir sehen uns zahlreich, damit wir gemeinsam quasi weihnachtlich uns einpunschen können oder so. Und ja, ansonsten bitte kurz noch helfen, die Stühle wegtragen, wer kann. Das wäre super und genießt den Abend und bis zum nächsten Mal.